So, da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge Carnage Chronicles. Im letzten Teil haben wir uns erfolgreich durch das Crawly Cave mit den ganzen Spinnen geschlagen und am Ende den Spinnenboss getötet, wurden dann zum neuen Gate Master, haben dadurch einen neuen Weg freigeschaltet. Ich bin dann noch kurz zurück in den Shop, hab da ein bisschen Schrott verkauft, haben mir endlich mal eine Brustrüstung gekauft und eine neue Nahkampfwaffe. Und jetzt wollen wir mal gucken, wohin uns der neue Weg führt. Das hier übrigens unsere neue Nahkampfwaffe. Hier müssen wir lang. Und wie ich auf dem Weg zurück in den Shop feststellen musste, sind die ganzen Gegner, die wir da schon platt gemacht haben, gerespawnt. Heißt, wir dürfen uns da nochmal durchprügeln. Da fängt es ja schon an, mein Gott. Gar nicht gesehen. Ja, hier sind also alle Viecher wieder da. Geht ihr ganz flott mit dem neuen Ding? Aber wie ihr seht, ich komme hier in Fight die ganze Zeit auf die Knöpfe und dann wechselt es mir wieder die Waffe. Wie es mir bei anderen Spielen auch immer passiert, dass ich auf den scheiß Home-Button komme. Na, wo bist du? Komm. Da hinten sitzt er. Komm her. Versteckt sich da. Da sitzt noch einer.
Da liegt noch Geld. Bam, Headshot! Ist irgendwie blöd, dass wir jetzt die ganzen Viecher nochmal killen müssen, aber. Ja, ist halt so. Da drüben ist nix. Hier hinten war noch, genau, habe ich gesehen auf dem Rückweg. In den Arsch! Schwimmender, fliegender Käfer. Ja, warum auch nicht? In den Rücken und tot. So, hier ist nun das Tor, wo wir durchgekommen sind, was wir neu öffnen konnten und können jetzt hier durch. Na dann schauen wir mal. Hier geht's wieder nach draußen. Ja, genau. Das meinte ich mit dem scheiß Home-Button. Ah. Oh. Geh weg. Ich muss hier mal schnell mein Equipment umstellen. Nee. So. Dass ich eigentlich vom Bogen mit einem Klick auf den Dolch wechseln kann und nicht vom Bogen auf die leere Hand wechseln. Da ich ja normalerweise mit dem Bogen unterwegs bin und dann schnell eigentlich auf den Dolch wechseln muss und nicht umgekehrt. Noch ein Hundi. So. Schlafen Hundi, braves Hundi. Oh. Aua! Lass das! Was? Noch einer da oben. Komm schon.
Jetzt. Und tot. Irgendwie sind seine Pfeile viel schneller als meine. Dann machen wir das halt. Oh. Vielleicht auch nicht. Nee, komm schon. Beweg dich. Oh. Mann, Mann, Mann. Warum sind seine Pfeile so schnell? Gibt's doch gar nicht. Meine Pfeile fliegen so langsam. Den treffe ich ja nie. Und dann duckt er sich natürlich. Lass das. Oh, fick dich doch, du Scheißviech. Hier, nimm das, stirb. Na. Oh. So, was haben wir hier? Geld, Geld, Geld. Komme ich wieder nicht hin. Da kommt gleich wieder ein Hundi. Hundi liegt da. Critical. Und weg. Boah. Mein Gott. Ich hab da hinten einen getroffen. Der kommt jetzt. Den einen verfehlt und den anderen dahinter getroffen. Ist auch nicht schlecht. Ja, schön die Fackel getroffen. Die brennt schon. Da oben Spinne. Hm. Och, komm schon. Ah! Nee, gibt's doch gar nicht. Fahr weg doch. Ah. Stunden später. Thank you.
fliegendes, untreffbares Ungeziefer. Hundi! Oh. Dann eben. So. Ich höre noch eins. Da ist noch was. Da. Nee, nee, nee. So nicht. Checkpoint. Da hinten schon wieder Bogenschütze. Warum? Verdammt nochmal ein Schild. Und wieder Home-Button. Energie ist noch gut. In dein Gesicht. Rechts noch mal zwei Hunde. Die gehen mit dem neuen Dolch wenigstens schnell down.
Ah. So geht's natürlich auch. Da unten Bogenschütze. Und hier haben wir ein Tor und Loch für einen Hebel. Aber den Hebel, den haben wir nicht. Hier scheint ein Schlüssel zu fehlen. So, wir sind schon wieder fast tot. Dann fressen wir mal doch das Zeug, das brauchen wir sonst sowieso nicht. Was bist denn du für einer? So, ich habe gemerkt, die kleinen Bastarde, die kann man am besten von oben mit dem Dolch niederknüppeln. Nee, falscher Knopf. Was haben wir denn hier? Schatzkammer. Ist ja nice. Alles meins, alles meins. Das. Schlüssel, das. Truhe, ganz viel. Boah, so viel Gold. Alles meins, alles meins. Hier noch eine Truhe. Katsching! Sehr schön. Die haben wir ausgeräumt. Und dann haben wir hier noch ein Zettelchen. Enemy sightings. Keep the gate safe at all costs. War Chief. Ja, passt mal auf das Tor auf. Ich komme nämlich. Ist das das Gate? Oder so. Na gut, Schlüssel haben wir. Wir könnten jetzt weitergehen, aber ich finde, hier ist perfekter Punkt für eine Pause. Wir haben wieder ein Stück Strecke geschafft. Wir sind auf bestem Wege. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht es auf jeden Fall immer mehr Spaß. Das mit dem Bogen funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Also auf Distanz ist das immer noch ein bisschen schwierig, aber ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Auch mit dem neuen Doppeldolch macht sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, liked mein Video, auf jeden Fall meinen Channel abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst Kommentare, schreibt es in die Comments. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Mello.